Moin moin, liebe Leute. Ja, der Schnuppi wieder hier mit viel Hintergrundgeräuschen. Zum einen sitzt da gerade die Katze in einem Korb und versucht sich da bequem hörnisslich einzurichten. Zum anderen läuft da die Spülmaschine, weswegen das hier gerade so ein bisschen laut ist. Es tut mir leid. Aber ja, der Postbote bzw. UPS-Bote hat alles von meinen Plänen so ein bisschen durcheinander geworfen. Und scheinbar auch seine Daten durcheinander geworfen. Denn eigentlich hätte ich hierfür unterschreiben müssen. Aber egal, ein Paket. Ja, ein Paket hat mich erreicht, auf das ich gar nicht lange warten musste. Ich mag UPS. Ich weiß, früher, als ich bei meinen Eltern noch gewohnt habe, die hatten viel mit UPS zu tun und da war es immer noch eine Katastrophe. Allerdings eher deswegen, weil meine Eltern den ganzen Tag arbeiten. Da kann UPS jetzt auch nicht für. Aber, also seit ich hier wohne, ich liebe UPS. Ich hasse die Deutsche Post und UPS ist so viel schneller und so viel besser. Naja, ja, ein Paket hat mich erreicht. Ich musste nur gerade mal anderthalb Tage darauf warten. Nachdem es ein paar Probleme bei der Bestellung gab, die aber dank sehr freundlichem Shop schnell behoben wurden. Und was ist drin? Naja, ihr wisst ja, es steht ja oben in der Beschreibung. Unten. Ach, YouTube ändert sowieso wieder das Design irgendwann. Es ist darin. Na, was könnte es sein? Es sieht ja aus wie ein Quatsch, ein 64-Spiel. Ja, aber was ist das? Warum ist hier ein Schlitz? Na, deswegen. Es ist ein Everdrive. Die N64-Version. Die PAL-Version, ja, vom Everdrive, oh, schick, vom Everdrive. Was ist ein Everdrive? Beziehungsweise, guck mal, erstmal, was drin ist, da ist vermutlich jetzt eine Rechnung drin, die ich jetzt nicht in die Kamera halten werde. Und ein Werbeplakat, ich guck mal gerade, was hier draufsteht. Ha, nix, cool. Die schicken ein weißes Blatt Papier, falls man eins braucht. Ja, ist die Rechnung. Ja, Werbegedöns, genau, hier, Dragon Box Shop. Da habe ich das Ganze bestellt. Eventuell. Ne, Quatsch. Ich war gerade verwirrt, denn ich hatte mal etwas bei denen hier bestellt. Vielleicht kennt ihr sie ja. Das sind die Leute, die Pandora machen. Diesen Pandora Handheld. Die vertreiben den auch. Die haben auch eine Return 5, sehe ich gerade. Oh, nett. Wenn man sowas braucht. Emulationskiste halt. Und ja, die haben halt Open Handhelds, wie zum einen Pandora natürlich, GCB Zero. Was haben sie noch? Die haben dann noch so ein Dingens. Ja, das ist, glaube ich, dasselbe. Ich hatte mal eins von denen. Und es war ganz großer Schrott. War aber auch nur 50 Euro billig. Deswegen konnte man da nicht viel erwarten. Also so ein Open Handheld hatte ich da gekauft. Ja, was ist ein Everdrive? Ein Everdrive ist eine Cartridge mit SD-Karten-Slot. Und ihr ahnt vielleicht, was man damit machen kann. Und ihr habt recht. Man steckt Pornobildchen da oben rein und kann sich dann einen wedeln. Nee. Man steckt da oben eine Cartridge rein, auf der ROMs drauf sind und kann sie spielen, auf der richtigen Konsole. Und zwar so, wie das mit dem richtigen Spiel auch wäre. Sprich, es ist nicht emuliert, es läuft nicht irgendwie im Hintergrund noch irgendein Kappes, sondern es ist tatsächlich das richtige Spiel. Also die ROM wird auf den Speicher geladen und dann funktioniert das Ding, als wäre es ein Spiel. Sehr cool gemacht, mag ich, finde ich toll und das Schönste daran ist, man kann eben auch Importe spielen. Das heißt, also in N64 ist ja region locked. Das heißt, wenn ihr jetzt japanische oder USA-Spiele spielen wollt auf eurem PAL-deutschen N64, dann wird das problematisch. Das wird vermutlich nicht funktionieren. Dafür gab es dann auch Adapter und pipapo. Obwohl, ich weiß gar nicht, ob es für einen N64 Adapter gab. Ich glaube fast nicht. Ja, in dem Fall hat sich das dann erübrigt. Ihr könnt hier jede Region an ROMs draufpacken, das heißt auch exklusive Spiele, die hier niemals rauskamen, ohne Probleme damit spielen. Ein paar Einschränkungen gibt es, das hier ist nämlich die Version 2. Die kostet immer noch 120 Euro, zumindest in dem Dragonbox Shop. Man muss dazu sagen, übrigens, der Dragonbox Shop ist einer der einzigen Shops, die nach Deutschland liefern, beziehungsweise der ist in Deutschland stationiert und verkauft innerhalb von Deutschland. Die meisten anderen verkaufen gar nicht nach Deutschland. Ich weiß nicht genau, warum das so ist, aber ja, ist nun mal was, mit dem man leben muss. Genau, 120 Euro kostet die Version 2. Es gibt jetzt mittlerweile ganz neu auch die Version 3. Die hat einige Vorteile, die hier fehlen. Zum Beispiel hat das Ding hier keine RTC, also keine Realtime Clock, was so viel bedeutet, dass das Gerät hier nicht die Uhrzeit sich merken kann. Ist in den meisten Fällen völlig irrelevant. Bei Spielen wie zum Beispiel, ich glaube, es gibt sogar nur das eine Spiel, nämlich Animal Crossing, das sich darauf verlässt. Und das kann man hiermit, soweit ich weiß, gar nicht spielen. Oder vielleicht kann man es damit spielen, aber es funktioniert nicht richtig.
zumindest funktioniert diese Realtime-Clock eben nicht, die fehlt. Was ebenfalls fehlt, ist eine Speicherart, irgendein gewisser Speicher, ich weiß jetzt nicht mehr gerade welcher es ist, der benutzt wird bei Pokémon Stadium. Auch hier wieder kann ich nicht hundertprozentig sagen, läuft Pokémon Stadium jetzt oder läuft es, also läuft es nicht richtig oder läuft es gar nicht, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber das sind eben ja zwei Spiele, die ich darauf jetzt entweder nicht richtig spielen kann oder gar nicht spielen kann. Allerdings kostet die Version 3, mit der ich es dann spielen könnte, 160 Euro. Und diese 40, 50 Euro Aufpreis sind es mir nicht wert für diese zwei Spiele. Da kaufe ich mir die zwei Spiele und habe weniger Geld für bezahlt. Von daher ist es mir recht wurscht. Version 2, also für mich persönlich völlig ausreichend. Was man noch dazu sagen kann, ist, das hier ist eine richtige Cartridge. Also das war mal ein Spiel. Das wird auch immer in den Shops beschrieben, dass es da zu Gebrauchsspuren kommen kann, da eben die Cartridges gebraucht gekauft werden, dann quasi der Inhalt in den Müll geworfen wird, hier wird ein Loch reingefräst für die SD-Karte, die Platine wird reingelötet und fertig ist. Man sieht es vielleicht auch ein bisschen, es ist sauberer ausgeschnitten, als ich dachte, aber man sieht trotzdem, es ist, ja, es ist nicht mit der Maschine gemacht, sondern dieser Mensch, ich glaube, es ist sogar jemand, der hier bei Dragon Box Shop, der Typ arbeitet, glaube ich, alleine. Ich kann es aber nicht sagen, ich weiß es nicht. Jedenfalls sieht man es, dass die das gemacht haben. Ja, ein Sticker wird draufgeklebt und gut ist. Ich weiß nicht, ich finde das ein bisschen blöd, weil, ja, also so eine Cartridge ist jetzt halt, egal welches Spiel da vorher drauf war, ob das jetzt Mario 64 ist oder sonst was, ich finde es immer blöd, wenn man solche Spiele zerstört, um dann andere Spiele oder solche Sachen hier draus zu machen. Da würde ich es mir eher wünschen, dass man ja Custom Cases quasi irgendwo her bekommt und die dann einfach dafür nutzt, statt ein richtiges Spiel zu zerstören. Aber das ist meine persönliche Einstellung. Ja, ansonsten kann man noch dazu sagen, das EverDrive gibt es für alle möglichen Konsolen, das zum einen. Also wirklich vom NES, SNES, N64, Master System, Mega Drive. Können ja eigentlich gerade mal hier in den Katalog reingucken, da sieht man ja auch schon einige noch. Wo sind sie denn? Ah, hier genau, die Gameboys gibt es auch noch. Ja, also da ist eigentlich für fast alles was da. Oh, sogar für PC Engine bzw. TurboGrafx. Nice! Game Gear ebenfalls. SRAM unterstützt, Standard-SD-Karten, Spiele aus allen Regionen laufen und so weiter und so fort. Also da kriegt ihr wirklich für jede Konsole was. Lustigerweise ist das hier fast die billigste. Also sowohl Game Boy als auch SNES. SNES ist weitaus teurer als die hier. Warum auch immer. Ja, zum anderen kann man diese Cartridge auch in Einzelteilen kaufen. Das heißt, ohne die Cartridge, ohne das ganze Klumpatsch hier drumherum, sondern einfach nur die Platine, die drin ist. Und dann, und das ist nämlich der Clou, das ist natürlich wesentlich günstiger. Und dann kann man tatsächlich entscheiden, was man daraus machen will. Denn auf der Cartridge selbst ist der CIP oder CC... Ach, ich weiß nicht mehr genau. CPP, wie irgendwas. Jedenfalls, die eine Platine ist hier noch nicht drauf auf der Hauptplatine. Die entscheidet, ob das Ding ein PAL oder ein NTSC-Cartridge ist. Und das könnt ihr eben selbst machen. Das heißt, wenn ihr euch also eine Hülle holt, von irgendeinem anderen Spiel, von irgendeinem Spiel, das ihr habt, dann könnt ihr soweit ich das verstanden habe, diese Platine, die da drin ist, die entscheidet, ob es PAL oder NTSC ist, könnt ihr aus dem richtigen Spiel raus hier drauf packen. Ich glaube, das habe ich so richtig verstanden. Wenn nicht, auch wurscht. Ja, das ist halt für Bastler ganz interessant, wenn man sich unbedingt eine NTSC basteln will oder wenn man halt eben eine Cartridge da liegen hat von einem Spiel, das man doppelt hat und sagt, mein Gott, ich kann löten, das ist jetzt nicht so das Problem, es soll wohl auch nicht aufwendig sein. Und dann bastel ich das schnell zusammen, fräse mir da ein Loch oben rein und löte schnell die eine Platine auf die andere drauf und dann bin ich fertig und habe, weiß ich nicht, 50 Euro gespart. Kann man auch machen. So, aber jetzt kommen wir doch zum Punkt, der eigentlich jeden wahrscheinlich am meisten interessiert, statt mich die ganze Zeit zu sehen, wie ich hier was rumhalte und mir zuzuhören. Funktioniert das Ding? Und wie funktioniert das Ding? Ich zeige euch das jetzt einfach mal. Ich packe jetzt eine SD-Karte rein, die ich schon vorbereitet habe. Und dann zeige ich euch einfach mal, wie das Ganze funktioniert. Das heißt, Jump Cut und dann sehen wir uns mit Spielbild. Ja, da sind wir jetzt auf der Konsole selbst. Ihr seht, da ist jetzt quasi ein Ordner, der EDI64, den muss man anlegen. Da ist nämlich die Firmware drin. Da ist der ganze Klumpatsch von der Firmware selbst. Und ja, das brauchen wir alles überhaupt gar nicht anfassen, das interessiert uns alle überhaupt nicht. Außer das hier, das ist was Besonderes. Und zwar gibt es auf dieser, ja, Cartridge die Möglichkeit,
auch NES-Spiele spielen zu können. Das geht dann hier über diesen Emulator, den NES-Emulator. Es funktioniert auch gut. Ich habe jetzt keine ROMs drauf, weil es mich persönlich nicht wirklich interessiert. Aber ja, man kann es eben machen. Es funktioniert gut, es läuft richtig. Ja, mein Gott, wenn man kein NES hat oder beziehungsweise nur ein NES mit Antennenanschluss, man will ein bisschen besseres Bild haben, kann man das schon machen. Ja, muss man aber nicht. So, in N64 habe ich meine ROMs drin und da sind einige. Ja, ihr seht, das sind ein paar. 104 Stück, die habe ich natürlich alle im Schrank stehen. Das ist alles Sicherheitskopie, ganz klar. Und ja, da können wir jetzt einfach, ihr seht, ich habe hauptsächlich hier die Europe-Version, beziehungsweise German. Und es gibt aber ein paar Spiele, ich sehe jetzt gerade spontan keins, glaube ich. Weiß ich nicht, irgendwo werden die da sein, die eben nur in den USA oder in Japan rauskamen. Holy shit, was war mit meiner Stimme los? Hier zum Beispiel Nightmare Creatures. Die starten wir jetzt einfach. Select only, Start und Select. Bitteschön. Wir legen los. Und ich hoffe, das funktioniert mit meiner Capture-Karte. Das ist nämlich jetzt nicht unbedingt so das geilste Gerät der Welt. Nein, es funktioniert nicht mit der Capture-Karte. Das ist großartig. Das tut mir jetzt leid. Ihr seht gerade kein Bild vermutlich. Ich allerdings schon. Lasst euch einfach sagen, es läuft. Es läuft wunderbar, ohne Probleme. Ich habe Bild. Es wirkt allerdings ein bisschen verschoben vom Bild. Naja, egal. Das kann jetzt auch in der Capture-Karte liegen. Ich resette das Ganze mal. Und dann solltet ihr auch wieder Bild haben. Das war ja großartig. Der erste Start in die Aufnahme ist gleich mal ein Spiel, das nicht funktioniert. Ja, also doch, das Spiel funktioniert, nur die Aufnahme jetzt gerade nicht. Dafür ist die billige Capture-Karte, die ich für die alten Konsolen habe, nicht wirklich brauchbar. So, gucken wir doch mal ein Spiel, das angeblich nicht funktionieren soll, nämlich Pokémon Stadium. Und es läuft. Ihr seht's. Läuft absolut so, wie es soll. Pokémon Stadium, ich drücke Start. Ja, Ton stimmt, alles stimmt. Natürlich stimmt der Ton. Es ist, wie gesagt, es ist keine Emulation. Das sieht man vor allen Dingen jetzt schon am Bild hier vermutlich. Denn wenn ihr jemals versucht habt, Pokémon Stadium auf einem Emulator laufen zu lassen, dann sieht das nicht so aus. Das ist voller Fehler. Ja, gut. Ich resette nochmal. Resetten, logischerweise, resettet das Ding wieder zurück ins Menü, nicht ins Spiel selbst. Okay, so. Quake 64, Quake 2, was haben wir denn noch? Probieren wir doch mal was Exquisites aus. Resident Evil, ein recht großes Spiel. Und danach zeige ich euch auf jeden Fall noch ein Spiel, bei dem es mich sehr interessiert, ob das läuft, weil das eines der größten Spiele ist, die auf der Cartridge, auf der Konsole rauskamen. Habt ihr Bild? Ihr habt Bild. Und das Bild ist ein bisschen schlechter, ne? Ist ein hässliches Spiel. So, die englische Variante, bitteschön. So, ihr seht, was es ist. Ihr habt ja auch gesehen, was ich ausgewählt habe. Es ist Resident Evil 2 in der N64-Variante, die wahrscheinlich kein Schwein gespielt hat. Ich spiele natürlich mit High Violence und Blood Color, bitte in Rot. Ja. Videos gibt's, glaube ich, hier nicht. Oder? Ja. Ich will jetzt nicht so lange warten, bis das Video starten würde, weil da am Anfang... Oh doch, tatsächlich, es gibt Videos auf der Cartridge. Wahnsinn. Wusste ich gar nicht. Ich dachte, die N64-Version hat nur so total budget Mini-Videos, weil eben Cartridge und nicht viel Speicherplatz. Aber okay. Videos sind vorhanden. Los geht's. Oh mein Gott. Die Steuerung geht... Oh. Bildausfälle. Ich hatte Bildausfälle gerade. Weiß nicht, an was das liegt. Ja, also wie gesagt, es ist keine Emulation, von daher sollte eigentlich alles funktionieren. Falls es das nicht tut, liegt das vermutlich an meiner Technik hier, weil ich über zwei Splitter laufe vom, zum TV, damit alle Konsolen dranhängen können und aus einem Splitter einem Kabel raus an eine Grabber dran und dann Grabber in PC und ja, das ist viel Kabelchaos und da können dann einige Probleme entstehen. Aber ihr seht, es läuft wunderbar, problemlos. Und ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Resident Evil eben. So, aber was ich unbedingt ausprobieren möchte, was mich am meisten interessiert, Safe Memory, ja, ja, ist, wo haben wir es? Conker's Bad Fur Day. So, da interessiert es mich jetzt wirklich sehr, ob das läuft. Wenn das nämlich läuft, hat sich die Cartridge vom Preis schon fast gelohnt, denn die kostet fast so viel wie das Spiel. Umgekehrt, das Spiel kostet fast so viel wie die Cartridge. Egal. So, Mature Audience Only...
Das sieht sehr gut aus. Es scheint zu laufen. Ja, Nintendo, ich weiß ja, was ich hier habe. Lass mich doch. Lass mich ja. Stupid Logo. So ist es. Ja, es läuft wunderbar. Ein Traum. Das heißt, wir können, wir können alles Mögliche spielen, was wir spielen wollen. Wie gesagt, ich resette nochmal. Das ist quasi die absolute Offenbarung, meiner Meinung nach. Es ist teuer, muss man einfach sagen. Ich spiele doch mal irgendwas, was jeder mag. Zum Beispiel Castlevania. Das ich tatsächlich persönlich durchgespielt habe, jawohl. Ich mag das tatsächlich. So, Controller Pack not inserted. Da hat er recht. Da hat er recht. Warum? Mein Controller Pack fehlt. Was wollte ich sagen? Genau, die Cartridge. Preislich 100 Euro, 120 Euro. Ist natürlich nicht ganz günstig. Kann man jetzt davon halten, was man will? Ich muss sagen, ist für mich persönlich... Nein, ich wollte doch nicht... Ich wollte mal Carry spielen, egal. Für mich persönlich ist es okay. Also, das war was, auf das ich seit Monaten im Prinzip hingefiebert habe. Ich wollte das Ding haben. Es ist nicht leicht zu bekommen, denn der Shop ist ein sehr kleiner und kauft deswegen in extrem begrenzten Stückzahlen ein, um ja nicht in Ruin zu fallen. Kann man ja irgendwie nachvollziehen. Und deswegen ist da meistens nur, was weiß ich, sind da vielleicht 10 Stück da. Und wenn die ausverkauft sind, sind sie ausverkauft. Und dann muss man eben warten, bis die neue kommen. Ich habe jetzt persönlich zufällig im richtigen Moment zugeschlagen und habe gerade noch die letzte bekommen. Jetzt ist da halt mal wieder leer. Ich mache den Link trotzdem unten und das Video, falls euch sowas interessiert. Falls ihr einen N64 habt oder vielleicht auch eine der anderen Konsolen. Denn wie gesagt, in dem Shop gibt es ja für quasi alle möglichen Konsolen solch eine Cartridge. Wenn euch sowas interessiert und ihr eben das entsprechende Entgelt habt, um euch sowas mal leisten zu können. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Es ist jetzt nicht unbedingt das Raubkopierer-Paradies. Das soll es jetzt nicht sein. Ich will jetzt nicht anprangern, dass da jeder seine Spiele überall klaut. Darum geht es mir gar nicht. Aber es geht darum, dadurch, dass man eben eine Cartridge hat, auf der alle Spiele drauf sind, ist es eben umso leichter, erstens für sich selbst nicht ständig im Regal rumsuchen zu müssen, welches Spiel man gerade spielen will. Zum anderen ist natürlich auch der Vorteil, wenn man die Konsole mal zu jemandem mitnimmt. Ja, das gibt's immer noch, Leute. Es gibt immer noch Menschen, die alte Konsolen irgendwo mitnehmen, weil sie Spaß dran haben, sowas zu spielen. Das ist natürlich dann auch eine erhebliche Erleichterung. Und ja, mein Gott, natürlich, wem macht man hier was vor? Ich spiele hier auch Spiele, die ich nicht habe. Entschuldigung, ja, ich mache mich schuldig. Natürlich ist es auch für Raubkopierer interessant und vermutlich für die am meisten. Aber mein Gott, das muss man wissen. Ihr kennt meine Meinung dazu. Ich bin dem Raubkopieren von alten Konsolen nicht ganz abgeneigt, wenn sowieso keiner mehr einen Gewinn daran macht. Was soll's? Wen kümmert's denn? Auf einer Virtual Console würde ich das Zeug eh nicht kaufen. Von daher, guckt einfach mal in den Link rein, wenn es euch interessiert. Da könnt ihr auch noch mal ein bisschen genauer drüber nachlesen, was die einzelnen Versionen haben, was sie nicht haben. Ich bin begeistert, ich bin froh, dass ich es gekauft habe. Ich freue mich darüber, dass ich jetzt jede Menge Spiele nachholen kann, die ich damals sträflichst vernachlässigt habe. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Und bis dahin, Tschüsschen. Ich will den Boss jetzt blau machen. Ach ja, der haut ja ab. Feiges Stück. Achso, ich muss das Video ausmachen. Ich bin gerade am Zocken. Mann.